Hindernisse. Manchmal hat man das Gefühl, das ganze Leben besteht nur aus Hindernissen. Man möchte irgendwo hin, man ist guter Dinge, man möchte auch was Gutes tun und irgendwie funktioniert das nicht. Man stößt dagegen, man stößt dort gegen und diese Dinge sind scheinbar erstmal alle im Außen. Und ich ärgere mich über irgendjemanden grandios und irgendwie wird das alles nicht so richtig. Umso mehr das wird, also umso mehr wir in sowas verstrickt sind, neigen wir dazu, umso mehr diese Dinge auch im Außen als Ursache zu sehen. Und das ist nicht so. Das haben wir so gelernt. Wir sind die ganze Zeit irgendwie im Außen machen und tun. Und mal gelingt das, dann werden wir bewundert, mal gelingt es nicht, dann werden wir verachtet. Das ist unser System. Unser System ist auf Erfolg, auf Anerkennung, auf eine Bühne gerichtet, in der wir scheinbar alle, und zwar jeder, stehen. Bleibt ja fast gar kein Publikum, oder? Und es gibt tausend Ratschläge, wie wir jetzt im Außen etwas verändern. Wie erziehe ich meine Kinder richtig? Abnehmen ohne Diät und so weiter und so fort. Wie überzeuge ich jemanden von irgendetwas? Und so sind wir konditioniert. Und umso älter wir werden, umso mehr verstricken wir uns genau in diesem Feld. Ein alter Lehrer, Nagarjuna war sein Name, der 14. Patriarch des Zen, sprach davon, dass die Hindernisse in uns liegen. Dass die Dinge so sind, wie sie sind. Dass es einen Fluss in den Dingen gibt, mit uns, wir als Einheit, und dass es 5 Hindernisse gibt. In erster Linie wurden diese Hindernisse schon in alter Zeit in der Tripitaka, der Legende nach die Worte des Buddhas, aufgezeichnet. Und diese Hindernisse nannte man die 5 Nivaranas, die 5 Hindernisse. Was sind das für Hindernisse? Was benennt Nagarjuna? Er benennt 5 Aspekte. Der erste ist Gier. Der zweite ist Unruhe. Der dritte ist Hass. Und der vierte ist Trägheit. Und der fünfte ist Zweifelsucht. Was ist das Besondere an diesem Nagarjuna? Denn damals hat man auch schon gesagt, dass diese Hindernisse, die wir sehen, in erster Linie erstmal in uns liegen. Dass wir eine Welt gestalten, die so oder so oder so oder so ist. Und umso älter wir werden, umso mehr stehen wir quasi vor dem Ergebnis unseres Karmas, vor dem Ergebnis einer von uns geschaffenen Welt. Das gilt für uns als Einzelne, das gilt aber auch für die intersoziale Geschichte, für uns als Zivilisation, als Nation, als Gruppe, was auch immer. Das Besondere an diesem Nagarjuna liegt daran, dass er nicht wie die alten Systeme, und das kennt ihr, sagt, wir müssen diese Hindernisse unterdrücken. Sie sind Sünde, sie sind falsch, sie müssen irgendwie weg. Sondern er sagt, wir können sie nur integrieren. Wir können sie in uns hineinnehmen, transformieren und verwandeln. Das heißt, jedes Hindernis in uns ist gleichzeitig eine Kraft, nach vorne zu kommen. Er benennt diese 5 Hindernisse als Bijams. Bijam, das ist Sanskrit und heißt Saatkörner, so wie ein Bauer Saat für Erdbeeren oder für Kartoffeln oder für Getreide aussät. Diese Bijams sind quasi Saatkörner, sie sind aber erstmal auch Hindernisse. Wenn wir aber meditieren, durch die Meditation sind wir in der Lage, diese Hindernisse im Außen zu erkennen, wie wir selber konstruieren, wie wir selber Architekten sind. Nehmen wir mal das Beispiel Gier. Ich bin jung und verliebt. Die Sonne scheint, es ist Frühling und ich bin verabredet. Und es ist eine Parkbank und dort hat man sich zum Picknick verabredet. Ja. Und als Mann sehe ich eine bezaubernd schöne Frau in super tollen Kleidung und alles ist super. Und alles ist gut eigentlich. Sie guckt mich auch mit verliebten Augen an. Eigentlich ist alles super. Es gibt nur ein Problem. Ich. Bei mir geht die Gier durch. Ja?
Das heißt, eigentlich das, was ich schon habe, das, was auf einem wunderschönen Weg vor mir liegt, ja, Romantico. Ja, ich überhole mich selber, ich verhaspe mich, ich will irgendwo hin, wo es eigentlich schon hingeht, ich überstürze und irgendwann rennt die Frau überstürzt weg. Ich übertreibe es ein bisschen. Aber irgendwo ist sie überfordert und ich überfordere mich auch. Anstatt die Bank, der Frühling, das Picknick, die Sonne. Ja. Nowhere to go, nothing to do. Es ist nichts zu tun und wir müssen irgendwo hingehen. Sondern einfach nur das genießen, was da ist. Aber dennoch endet das Ganze in einem Drama. Und ich bin völlig aufgebracht und diese Frau und überhaupt alle und so weiter. Und ich arme. Das ist nur ein kleines Beispiel. In Wirklichkeit ist die Gier permanent da, anwesend in unserem Leben, uns die Suppe zu versalzen, indem wir immer mehr haben wollen, als gerade da ist, indem wir nicht sehen können, was da ist, indem wir das, dieses Leben, dieser Moment, sagen wir, uns entgleitet. Und wir immer so ein Zentimeter in irgendeiner Zukunft sein wollen, wo irgendetwas mehr ist. Nun, jetzt könnte man sagen, das muss man jetzt beenden und das ist gar nicht gut. Das ist ja der alte Weg. Nagarjuna sagt was ganz anderes. Er sagt, schau mal genau hin, in dieser Gier, da liegt ein Keim drin. Und die Frage, die sich da stellt, ist, was ist die Essenz von Gier? Und das ist eine Meditation. Das ist eine Meditation auf die fünf Hindernisse an dieser Stelle auf Gier. Und so kann ich in eine Meditation gehen. Und eine wäre, es ist die alte Schule eher, über Vergänglichkeit zu meditieren. Das wäre ein Weg. Aber muss ich über die Vergänglichkeit einer Partnerin, in die ich gerade frisch verliebt bin, meditieren? Ist das ein schöner Weg? Gibt es nicht einen anderen? Ja, sagt Nagarjuna. Was ist die Essenz von Gier? Was ist die Essenz deiner Gier? Ist die Essenz deiner Gier, ich möchte ein Bier, jetzt? Ist das nachhaltig? Ist das der Sinn deines Lebens? Was ist der Sinn in dieser Gier? Wo geht diese Gier hin? Und umso länger ihr darauf meditiert, umso mehr wird dieser harte Begriff, dieses eckige, kantige, destruktive, immer weicher. Und aus der Gier, aus diesem schroffen Berg wird mehr und mehr ein Hügel, sanft und schön. Und es wird Verlangen. Und dann geht die Meditation weiter. Was ist die Essenz von Verlangen? Und wenn ich sehr tief hineingehe, dann entsteht hinter dem Verlangen eine Sehnsucht. Und das kann dann, und das beantwortet ihr, ihr müsst es erforschen, ihr könnt es erforschen, entsteht ein Verlangen, eine Sehnsucht nach Freiheit. Oder ein Verlangen, eine Sehnsucht nach Erleuchtung. Ein Christ würde sagen, es entsteht eine tiefe Sehnsucht nach Einheit mit Gott. Vicistinus ate in quietum est conostrum res quiescat in te, sagt der heilige Augustinus. Du hast mich zu dir hingeschaffen und unruhig ist mein Herz, als dass es in dir ruht. Meditation, Zazen, ist nicht einfach eine Beruhigungsmeditation, die uns irgendwie beruhigen soll, sondern es ist eine Erforschung, es ist eine Forschungsreise in die tiefste Essenz unseres Seins. Und dort gehört alles dazu. Und einige Aspekte benennen wir als Hindernisse, weil sie uns sich immer wieder in den Weg stellen. Aber wenn wir die Essenz von dem erkennen, wenn wir das durchdringen, dann öffnet sich ein Weg. Es ist völlig legitim, wenn ihr aus Verlangen meditiert, frei zu sein. Kein Mensch fängt an zu meditieren und sagt, ich bin völlig selbstlos, ich sitze hier einfach so, ich habe gar keine Ahnung warum, ich meditiere mal und 10 Jahre später sitzt da ein Heiliger. Ist cool, ganz klar, ist vorne, also das will ich nicht kritisieren.
Aber das sind wir doch als Menschen gar nicht. Wir sind doch verstrickt in tausend Dingen und sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich habe keine Lust mehr. Und immer wieder kommt da was zwischen. Ich kann die Dinge gar nicht genießen, dann will ich schon wieder das Nächste in Thematik hier. Und Nagarjuna zeigt uns einen Weg. Erforsche das. Das Gleiche gilt für Unruhe. Permanent ist in uns irgendetwas im Gange. Diese Unruhe ist unruhige Energie. Am Ende ist das für alle Menschen, die unruhig sind, sage ich, ihr habt eine unglaubliche Energiereserve. Alles, was an Unruhe in euch ist, ist eure Energiereserve. Also ist die Übung, erstmal diese Unruhe zu ergründen. Nicht gleich in die Hara-Meditation, ab und weg und noch mehr Kraft, sondern was ist die Essenz von Unruhe? Und da gilt zum Beispiel der Satz des heiligen Augustinus, wie eben auch. Du hast mich zu dir hingeschaffen und unruhig ist mein Herz, als dass es in dir ruht. Das ist doch eine wunderbare Unruhe, oder? Das ist eine göttliche Unruhe, die uns Menschen sein könnte. Unruhig, ich will endlich meditieren. Ja? Ich will endlich in... Es ist eine Unruhe, die mich zur Freiheit bringt. Es ist eine Unruhe, die bringt mich in die Kraftmeditation. Die bringt mich zu mir, weg von der äußeren Unruhe. Und dann entsteht Kraft und Stille. Und so sind alle Hindernisse, gerade diese fünf großen, das Gleiche gilt auch für Aggression. Aggression hat viele Bilder. Nicht nur ich bin aggro auf Horst, so, weil er bla 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 mir das letzte Vanilleeis aus der Tiefkühltruhe geklaut hat, sondern es gibt auch Selbsthass, Autoaggression, ja. Auch hier, was ist die Essenz von Aggro? Was ist hier los? Was ist die Essenz davon? Es ist Power. Gerade dann, wenn wir Beispiele haben, wo Menschen gefordert sind, anderen zu helfen. Wir hatten mal eine große Sturmflutkatastrophe in Ostdeutschland. Wie viele Menschen haben da geholfen? Die haben Tag und Nacht die Feuerwehr gearbeitet und geackert. Das geht nicht mit so einer Schneidnasenenergie. Das ist schon Aggression. Säcke hinpacken, dass man beim Nachbarn das Wasser nicht reinläuft. Aber gehen wir noch weiter. Was ist Aggression? Was ist die Essenz von Aggression? Was ist dahinter? Welche heilsame Quelle ist hinter Aggression? Ich beantworte euch diesmal nicht, sondern ihr selber geht in Meditation und schreibt mir gerne. Ja? Das ist eine ganz wunderbare Quelle. Das Gleiche gilt für Trägheit. Trägheit ist sehr, sehr schnell auch verbunden mit Angst, Ausgeliefertheit. Sich nicht mehr bewegen können. Resignation. Und dennoch gibt es bei Nagarjuna, diesem großen, genialen, wunderbaren Meister, auch für diese Ebene, auch eine tiefe Quelle. Was ist die Quelle? Was ist die Essenz in dem Bijam von Trägheit? Was ist dahinter die Tiefe? Was kann das sein? Indem ihr in diese Trägheit, in die Essenz rein, ihr kämpft gegen sie nicht an in der Meditation. Ihr setzt euch hin, das müsst ihr hinkriegen. Ja? Und dann setze ich mich hin und bin eben träge. Aber was ist hinter dieser Trägheit? Was ist die positive Quelle. Das nicht bewegen, ja, das ist schon mal richtig. Das gar nicht mehr bewegen, gar nichts bewegt sich. Kein Gedanke, kein Körper, einfach sitzen. Die Stille. Ja. Und was ist hinter der Stille? Was entsteht durch das Bijam, Trägheit und Stille? Was entsteht dadurch? Erforscht das. Ihr wisst, als Zen-Meister ist es nicht die Aufgabe, euch irgendwelche Geschichten zu erzählen und zu sagen, wenn das ist, dann passiert dieses und dann kommt das. Sondern Zen ist euer eigener Weg. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr selber diese Erfahrung macht, selber erforscht. Es gibt kein richtig und falsch, sondern es gibt mehr und mehr einen Frieden. Es gibt mehr und mehr, dass aus diesen Bijams, aus Gier, Unruhe, Aggression, Hass, Trägheit und Zweifelsucht
Balas entsteht. Das ist auch wieder Sanskrit und das bedeutet Kräfte. Es geht darum, Hindernisse, die vor uns stehen, als innerlich zu erkennen und diese innerlichen als in Kräfte zu wandeln, und zwar die, die da drinnen stecken. Es geht nicht darum, dass wir da uns was ausdenken und zurechtbasteln, sondern definitiv ist in Gier eine Quelle und diese Quelle kann ein Weg sein, ein Bala zur großen Befreiung. In Unruhe ist definitiv eine Quelle, ein Bala, und dieses kann eine Kraft sein zur großen Befreiung. In Hass und Aggression kann eine Quelle sein, ja, wenn ihr tief geht, erkennt ihr sie, sie ist da. Und diese kann ein Bala, eine Kraft werden zur großen Klarheit. So weit. Und tief in Trägheit, Resignation ist eine Quelle, wenn die Wertung daraus geht, wenn ihr die Essenz erkennt, ein Bala. Und dieses Bala kann eine Kraft werden zu einer ganz tiefen Einsicht. Und Zweifelsucht? Rinzai sagt, großer Zweifel, große Erleuchtung. Also Zweifel ist grundsätzlich nichts Falsches. Es ist vor allen Dingen wichtig dann, wenn der Zweifel dahin geht, so in die Selbstverständlichkeit der Konstruktion meines Ichs. Aber wenn Zweifel sozusagen als Selbstzweck, als permanente Sucht zu zweifeln, sehr häufig viele Menschen an sich selber, aber einige müssen auch permanent außen, sind sie am Rumnerven. Und diese Leute mag man auch nicht so gerne, obwohl sie manchmal recht haben. Manchmal treffen sie auch. Aber es geht auch hier wieder erstmal zu erkennen, das Hindernis ist nicht außen. Es ist jetzt nicht irgendjemand, der mich kritisiert, sondern Zweifel an dem, was ich als selbstverständlich empfinde. Und dann, Doubt kills doubt by itself. Zweifel zerstört Zweifel durch sich selbst. Ja. Und so erkenne ich auch hier wieder eine Quelle. Und was bleibt dann über, wenn sich Zweifel in Zweifel gegensätzlich auflöst? Großer Zweifel, großer Erleuchtung. Cut. Ja. Cut! Ja, weg. Das sind fünf verschiedene Wege, die ihr ausprobieren könnt. Und erstmal geht es nur darum, zu sitzen, zu meditieren und gewahr sein. Dieses Hindernisses als Quelle in uns, dieses Hindernis als Quelle, denn nur als Quelle und dann die Quelle der Kraft, die darin liegt. Das ist Nagarjunas Ansatz. Und bis hierhin möchte ich euch einfach mal diesen Weg öffnen. Es gibt noch einen zweiten Ansatz im Daishin Zen, der ist etwas einfacher. Und den möchte ich mit der Zeit auch mit euch öffnen. Das sind die fünf Dhyani-Buddhas. Das sind fünf große Dimensionen, um unheilsame Kräfte zu transformieren, die auf den fünf Elementen basieren. Aber das ein andermal. Ich will euch nur zeigen, dass Hindernisse etwas sind, was die Normalität unseres Lebens ausmacht. Sie sind einfach da. Mehr und mehr erkenne ich aber, dass ich selber der Konstrukteur dieser Welt inklusive Hindernisse bin. Und dann erkenne ich, dass dieses Programm eine Quelle dahinter hat. Und diese Quelle ist dann dieses Hindernis nicht mehr, sondern selber eine große Kraft, die euch zur Verfügung steht. Das ist eine Forschungsreise, Stück für Stück, immer weiter nach innen. Bis sich diese Wahrnehmung als Hindernis auflöst und ihr auf einmal eine Fähigkeit in der Hand haltet. Nicht nur in der Meditation, sondern auch im Alltag. Das ist das sogenannte Nagarjuna Mandala, 2. Jahrhundert. Ja, da gab es schon sehr weise Menschen. Ihr Lieben,